Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich nehme dieses Video gerade mit 34 Grad Raumtemperatur auf, währenddessen mein Fenster geschlossen ist. Ich bin tot, Leute. Ich bin fucking durchgeschwitzt. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, ein Video für euch aufzunehmen. Ich habe 2 Playgrunden gespielt mit den folgenden Perks. Scorchhook Gift of Pain, Scorchhook Floods of Rage, Scorchhook Pain Resonance und zu guter Letzt natürlich Scorchhook Monster Shrine. Ich hatte irgendwie Lust, ihre Iridescent Addons mitzubringen, denn das sind ihre stärksten und für ein Video ist es eigentlich ganz nice. Bedeutet Iridescent Seal, was macht das jedes Mal, sobald ein Generator gefinisht wird, ich meine Red Puke bekomme. Und einmal Black Incense, was macht das jedes Mal, wenn ein Survivor puked, ich für 3 Sekunden die Aura sehe. Währenddessen ich hier genüsslich meinen Kaffee schlürfe, könnt ihr gerne mal währenddessen in die Videobeschreibung gehen. Dort habt ihr einen Link für meinen Discord-Server. Joint da gerne, wenn ihr mehr Infos zu kommenden Videos erfahren wollt. Und generell, wenn ihr mit mir chatten möchtet, wenn ihr einfach in die Community beitreten möchtet, dann kommt da gerne mal rein. Es ist kostenlos, jeder ist willkommen. Und dann würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Okay, ich habe mir eigentlich sogar erhofft, dass ich irgendwie eine Cornfield-Map bekomme, denn für unsere Fountains sollte das relativ praktisch sein. Mal schauen, wo stehen sie denn? Da vorne haben wir schon mal unsere Red Puke. Also, da sind 2 Generatoren und hier ist direkt ein Zweiver. Da konnte ich ihn auch schon mal infekten. Nice. Die Palette, die infekte ich auch mal eben. Und dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwie den Dwight abgefangen bekomme. Da vorne läuft er auch schon. Ist eine Dead Zone, würde ich sagen. Ich probiere mal so ein bisschen zu... Nice. Contagious. Ich habe den Generator getroffen. Das war nichts. Kann ich das treffen? Oh, nice. Awesome. Der müsste ja gleich eigentlich auch schon infected sein. Es dauert leider relativ lange. Oh, nice, okay. Da ist er infected. Ich sehe jetzt seine Aura jedes Mal, wenn er hustet, durch meinen Eerie Addon. Oh, fucking hell. Ja, das hat er gut gemacht. Der Dwight sieht so aus, als hätte der 30.000 Spielstunden, spielt das Spiel seit 2016 und hat wahrscheinlich 10-mal gegen Matthew Cote himself gespielt. Ich habe keine Ahnung, warum das immer dasselbe ist, aber... Ja, Dwights, die solche Skins haben, sind meistens die mit den meisten Spielstunden. I don't know why. Habe ich irgendwo einen Scorchhook? Denn ich möchte definitiv Value aus meinem Bild rausbekommen. Oh, bitte keine Hits tanken. Nein, bitte keine Hits tanken. Bitte. No. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr. Wenn ich dich in den Keller bekomme, wirst du dann nie wieder lebend rauskommen. Ich sag's dir jetzt schon. Meine Fresse. Kannst du mich probieren rauszustunnen? Wirst aber nicht schaffen. So, dann kommst du mal eben her. Habe ich den Basement hier? Ja, das sind Scorchhooks dementsprechend. So, dann kommst du mal eben hier an den hintersten. So wie du es auch magst. Und dann schauen wir mal. Habe ich hier irgendwie einen 3-Gen, den ich verteidigen kann? Tatsächlich. Ansatzweise, würde ich sagen. Dann infekte ich mal hier so ein bisschen. Dann schaue ich auch mal, dass ich hier so ein bisschen was infected bekomme. Und den Generator hier würde ich gerne, ja, ein bisschen protecten. So. Und dann gehe ich auch schon zurück, denn ich möchte nicht den Pressure verlieren, den ich mir gerade hier aufgebaut habe. Ich könnte versuchen, das hier nochmal eben zu resetten und dann warte ich eben, bis jemand vorbeikommt und sobald der... Oh, okay, never mind. Ich werde jetzt schon meine Red Puke rausholen. Damit sollte ich eigentlich den Basement relativ gut verteidigen können. Außenrum gegangen. Ich habe Scratch Marks gesehen, aber ich bin gerade ein bisschen lost, to be honest. Sie muss ja... Okay, er erreicht Second Stage. Okay, nice, da habe ich sie. Und das sollte eigentlich auch schon gleich was werden. Ja, da wurde meine Red Puke nochmal aktualisiert. Das war kein Hit? What? Okay. Das auch nicht, wow. Oh mein Gott, holy shit. Ja, finally. Wird doch auch langsam mal Zeit. Ja, ich habe nicht wirklich Value aus den Perks bekommen. Ich werde wahrscheinlich noch eine zweite Runde hinten dran hängen, um zu schauen, ob ich dort vielleicht so ein bisschen mehr machen kann. Aber fürs Erste sollte das, glaube ich, hier reichen. So, dann schaue ich mal eben. Die müssten ja irgendwo hier sein. Sind wahrscheinlich zum Cowtree gegangen, weil dort war ja der Generator schon relativ weit. Aber möglicherweise hat sich der ein oder andere Survivor probiert, hier an mich vorbeizusneaken. Das würde mir sehr in die Karten spielen, aber unsere Puke, die
geht jetzt auch, neigt sich dem Ende zu. Machen wir eben hier die Wand weg und gehe direkt zurück zum Survivor, zu der Kate, damit ich sie infecten kann. Denn zum aktuellen Zeitpunkt ist sie das noch nicht. So, dann auch direkt mal hier am besten der Generator. Nice. Und dann gehe ich auch mal eben von dem Haken so ein bisschen weg, denn ja, ich habe immer noch Monster Shrine, bedeutet, sie sollte jetzt 20% schneller sterben. Okay, das hat nicht funktioniert. Sie hat eben Second Stage erreicht, also da hat Monster Shrine definitiv schon geholfen. Und die Survivor waren beide da, das habe ich gesehen. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich sogar am Haken sterben, könnte ich mir vorstellen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Oh. Oh. Mache ich das noch vor dem Unhook? Nee, schade. Aber ich lasse sie erstmal gehen, glaube ich. Und nehme erstmal den Haken. Denn hier... No way! Fucking hell! Okay, ich hätte... Nevermind. Ich gehe jetzt einfach für die Kate. Denn die Kate ist tot. Ich weiß nicht, wo die Kate ist, also gehe ich zurück. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird probiert werden... Oh wait, habe ich was gesehen? Nee. Ich wollte gerade sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird probiert werden, irgendwie sie zu anhocken. Ich probiere mal so in 24 Meter Range zu bleiben. Ich wette mit euch, die werden, ja, den Generator hier durchpressern. Das war mir eigentlich schon klar. Da habe ich sie auch. Nice. Dann kommt sie eben hier an den Haken, denn sie hat am Generator gearbeitet. Sie sollte eigentlich gar nichts mehr haben. So, die Kate ist auch schon tot. Nice. Dann gehe ich mal zurück und werde schauen, dass ich da vorne den Haken so ein bisschen beschütze, denn... Wenn sie zuerst das Gate gemacht hat und dann für den Unhook geht, dann kann ich mir vorstellen, könnte das knapp werden. Nee, tut sie nicht. Okay. Dann glaube ich, wird sie das Gate da vorne machen und wahrscheinlich entkommen. Aber man sieht schon, wie stark Plague eigentlich ist. Also, ich muss mich halt nicht mehr wirklich anstrengen. Man kann halt echt gute Resultate mit ihr erzielen. Aber wirklich defenden kann ich jetzt die Gates auch nicht mehr. Dafür ist es einfach zu spät. Dementsprechend ist ein 3K. Aber... Man sieht, glaube ich, wie stark das Bild auf Plague sein kann. So schlecht ist es gar nicht mal. Hey Leute, es tut mir leid, aber das war's schon mit diesem Video. Ich habe eigentlich noch eine zweite Runde für dieses Video eingeplant und auch aufgenommen. Allerdings wird die Aufnahme in meinem Schnittprogramm nicht angezeigt und der Ton ist asynchron. Ich krieg das leider nicht mehr gefixt. Ich habe es probiert irgendwie mit Aufnahmen remixen, aber es funktioniert nicht. Und es tut mir wirklich unfassbar leid. Ich habe leider kaum noch Zeit, eine zweite Runde aufzunehmen aktuell. Dementsprechend, ja, werde ich das erstmal so belassen. In dem nächsten Video, was kommen wird, hoffentlich am 27.08. wird es dann wie versprochen auch dementsprechend zwei Runden geben. Ich probiere mein Bestes, aber ich werde irgendwie versuchen, das irgendwie in den nächsten Videos wieder gut zu machen. Leider nur eine Runde, es tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Geht gerne in meinen Discord, wenn ihr da nicht drin seid. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.